Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind mal wieder auf Neuminibund unserer Alpenmap im neuen Monat. Und ein neuer Monat bedeutet immer auch wieder neue Arbeit. Deswegen stehe ich auch hier vor dem Steier mit der Spritze. Und wir werden jetzt hier unser Maisfeld, das ja mal gehäckselt werden soll, da müssen wir jetzt mal ran, denn da steht Wachstum im Wachstum. Achso, stopp, da habe ich ja schon gespritzt. Hier steht natürlich Unkrautmittel, da kann man mit der Hacke dran, aber wir werden hier jetzt alle unsere Felder spritzen. Und deswegen steige ich hier in den Steier und dann schmeißen wir mal das Maschinchen an. Wir haben die gute Pflegebereifung drauf und wie gesagt schon mal ein kleines bisschen hier Vorgewende gemacht. Natürlich sind auch die Kollegen Rehe wieder hier mit dabei, auch so eine Geschichte. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, wenn wir natürlich über den LS25 sprechen, der sozusagen in den Startlöchern steht, denn ja, es soll wohl morgen ein Video geben, eine Premiere um 14 Uhr und mit morgen meine ich den 25. Juni, denn das Ganze nehme ich hier am Montag heute auf, Dienstag also, der 25. gibt es dann ein Video und The Future of Farming Simulator und wir werden gespannt sein, was uns da offeriert wird, was uns da gezeigt wird, welche neuen Features, welche neuen Funktionen, neue Gimmicks es eben geben wird. In einem LS25, der ja, denke ich, für uns alle eigentlich klar sein sollte, dass er wohl jetzt kommt. Wurde ja auch schon lange und breit getreten, damit wir endlich wissen, was dann Sache ist. Denn auch in Kürze ist ja die FarmCon und da gibt es wohl noch ein paar wenige Tickets. Also wer noch zur FarmCon will, unbedingt jetzt sich noch Tickets besorgen. Denn dann, da bin ich mir relativ sicher, gibt es eventuell schon die ersten Einblicke, die ersten Szenen. Lassen wir uns mal überraschen, ob es morgen schon einen Trailer gibt, wieder mal für den neuen LS und dann Spekulationen Tür und Tor geöffnet werden, um sich dann wieder mal darüber auszulassen, was dann so in Zukunft kommen wird, wie es kommen wird und überhaupt. Also lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, der LS25 steht sozusagen in den Startlöchern. Soll heißen, ich persönlich rechne damit aufs Weihnachtsgeschäft natürlich, das heißt wieder so im November. Es gibt natürlich auch das eine oder andere Gerücht oder die Befürchtung, es ist nur ein DLC und man tut den 22er noch mal ein kleines bisschen strecken, wie auch immer. Und naja, wie gesagt, ich will mich hier an den Spekulationen nicht festhalten oder beteiligen. Aber wenn man sich halt die Kommentare so durchschaut, da ist natürlich die Bandbreite groß zwischen hoffen, dass irgendwas Revolutionäres kommt oder natürlich, dass vieles, was es schon gibt, noch verbessert wird. Ich sage nur die Helfer zum Beispiel oder das Baumenü oder natürlich ganz klar, dass vielleicht auch wirklich ganz was anderes kommt. Aber es gibt natürlich auch Befürchtungen, dass der Schritt in die nächste Richtung gar nicht so ein gewaltiger sein wird. Wir befürchten oder wir vermuten auf jeden Fall, dass das Thema PlayStation 4 wohl ad acta gelegt wird und dann, wenn für die Konsole, dann wohl nur die Next-Gen-Maschinen. Und das heißt hier für uns natürlich, die PlayStation 5 wird hoffentlich besser ausgereizt, mit weniger Begrenzungen, mit weniger Beschränkungen. Ich sage hier nur einfach Speicher für Mods. Wir werden sehen. Aber was wir noch sehen, ist, dass unser Steier schön unterwegs ist. Mit Spot-Spray-Technologie wird hier dem Unkraut an den Kragen gegangen. Und wir springen jetzt mal rüber. Nachdem wir hier den Steier schon umgebaut haben, müssen wir noch einen weiteren Traktor umbauen, denn ich will noch unser Pappelfeld. Da müssen wir unbedingt düngen. Und dann werde ich nämlich auch noch eine Kleinigkeit dazu sagen. So, ich glaube, das ist der hier. Ja, der 314er, den müssen wir mal kurz anpassen. Auch da brauchen wir Pflegebereifung und ich habe festgestellt, so viel Pflegebereifung oder Schlepper mit Pflegebereifung haben wir gar nicht. Sudele, der Waltra hat das nämlich gar nicht mehr und da tun wir uns dann natürlich ein bisschen schwer. Der Fendt, Konfiguration und Radgewichte wollen wir nicht. Wir wollen die gute Pflegebereifung für 1000 Euro. Das muss dann wohl so sein. Zack und raus damit. So, da brauchen wir das Gewicht natürlich wieder. Gewicht, danke. Und er geht schön vorne runter. Und dann haben wir ja hier noch einen Düngestreuer hier in der Halle. Wo ich ja auch schon fast im Überlegen war, ob wir den nicht verkaufen sollen, weil wir könnten natürlich auch mit Flüssigdünger arbeiten. Aber
Ich bin der Meinung, dass wir in unserer kleinen Landwirtschaftsproduktion eigentlich Material auch wirklich Dünger produzieren, und das sollte wohl Feststoffdünger sein. Auch das Material hier muss ich auch mal wegmachen, hier diese Container. Jetzt schauen wir mal, es ist irgendwie komisch, dass man das hier nicht irgendwie überall entladen kann. Doch, jetzt hat er entladen. Sehr schön. Dann stellen wir aber erstmal den Fendt hier zur Seite. Dann müsste ich hier rüberspringen. Dann werden wir nämlich hier ein kleines bisschen aufräumen hier auf dem Hof. Das ist auch wichtig. So, weil dafür haben wir ja auch ein Regal und auch dieses Schneidwerk. Da müssen wir uns auch mal ein Plätzle überlegen. Ist natürlich nicht ganz so einfach hier mit Drehschemel. So, Dille. Ja, da haben wir nämlich den Flüssigdünger. Den bringen wir erstmal ins Lager. Da steht nämlich, glaube ich, noch so eine Kiste. So ein Container. Genau. Ja, müssen wir absetzen, glaube ich. Dann schnappt er sich die erst. Und weg ist sie. Sehr schön, da oben ist sie drin. Und die hier packen wir auch weg. Und tatsächlich müssten wir jetzt auch das Big Bag hier packen können. Das müsste hier mit unserem Stapler gehen. Sehr schön. Und hoch damit. Na, ja, doch, hab dich. Also ich bin der Meinung, dass er auch Big Bags nimmt, aber es könnte auch vielleicht ein anderes Regal sein. Oh, das ist genau der Grund, warum ich sage, dass wir hier aufräumen müssen. Jetzt bin ich hier tatsächlich gegen den Drehschemel gefahren, gegen die, Deichsel. Nennt man das Deichsel? Ich glaube ja. So, ich bin mir jetzt nicht sicher. Es könnte sein, dass er den Big Bag nimmt. Okay, alles klar, hat sich bereits erledigt. Wir räumen den Kollegen auf. So, den stellen wir einfach mal hier ins Eck. Bingo. Und wie gesagt, hier müssen wir uns drum kümmern. Es hilft nichts. Wir müssen da einen Platz finden. Wir fahren mal nach hinten zu unserer Produktion. Die Tierchen habe ich mittlerweile gefüttert. Wie gesagt, wir sind ja im Mai und ich sehe gerade, der Helfer da oben ist wohl fertig. Aber das wage ich zu bezweifeln, denn wir haben auf jeden Fall zwei Getreidefelder, wenn nicht sogar drei, die wir auch noch spritzen müssen. Also es ist jetzt ganz große Unkrautzeit. Aber jetzt bringen wir erstmal den Kollegen nach oben, denn wir wollen ja... Ach, das steht ja hier auch noch rum. Wenn man halt sein Zeug nicht wegräumt, ne? So, Dele, jetzt schauen wir mal. Erstmal aufmachen. Und jetzt wäre natürlich wieder mal die Hilfe ganz gut, damit wir auch wissen, wann wir drunter sind. Kalk- und Mineraldünger, den wir selbst erstellt haben. Oh, da geht er aber ins Knie. Auf geht's. Auf geht's. Und dann fahren wir zu den Pappeln. Und an der Stelle geht ein Gruß raus an die Mara von Pink, denn die hat mir in die Kommentare geschrieben, dass wir für die Pappel-Aussaat bzw. das Anpflanzen der Pappel gibt es ja noch ein weiteres Gerät. GL860 Multisetzmaschine. Die kann nicht nur pappeln, die macht auch Zuckerrohr und Kartoffeln. Ist eigentlich eine modifizierte, glaube ich, Kartoffelsetzmaschine. Aber das Tolle ist, die macht 6 Meter Arbeitsbreite. Und ich vermute auch mal, dass die das sauberer setzt. Und die werden wir demnächst auch ausprobieren. Nicht jetzt, nicht heute. Denn ich habe noch ein Feld gekauft. Beziehungsweise ich wollte noch ein Feld kaufen. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und überall war schon Material drauf. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir nehmen einfach das Feld, das direkt neben unserem jetzigen Pappelfeld ist. Da ist aber, ich glaube, Weizen drauf. Werden wir gleich sehen. Und dann habe ich mir gedacht, das passt, wenn wir eigentlich den Weizen wachsen lassen, ernten und dann anschließend die Pappeln. Denn dann haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen einen Rhythmus von ein paar Monaten zwischen diesen Pappeln. Damit einfach, weil die wachsen ja nach und die brauchen aber ziemlich lange. Und dann können wir nämlich immer so alle 6 Monate Pappel ernten, entweder häckseln oder wir machen Ballen und bringen die in die Biogasanlage. Oder Heizkraftwerk, Bio-Heizkraftwerk, was wir aber noch nicht gekauft haben, aber dann bald tun werden. So, dieses Feld ist es noch nicht, aber da liebäugle ich auch damit, mit dem schönen Raps, der hier anwächst. Nein, es ist dieses Feld hier, das jetzt direkt hier vor uns rechts ist. Und ich muss jetzt gerade mal schauen, was haben wir denn da jetzt drauf?
denn es wächst so schön. Es ist Weizen, klassisch Weizen. Da holen wir dann Stroh, machen Strohballen und das können wir dann auch ins Heizkraftwerk schmeißen, was ja hier gerade sozusagen um die Ecke ist. So, aber jetzt fahren wir hier erstmal zum Pappelfeld, denn da müssen wir auch düngen. Schauen wir aber nochmal ganz kurz rein in den Plan bezüglich den Kalender. Und zwar können wir ja den Weizen ernten, vermutlich Juli, August. Und Juli, August, August, das würde nämlich gerade sich so ausgehen. Genau, das müsste sich gerade so ausgehen. Dann können wir nämlich dann Pappeln aussehen nochmal im August. Die anderen haben wir, glaube ich, im März ausgesät oder im April. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann haben wir ein paar Monate Differenz und dann können wir, glaube ich, nacheinander ernten. Denn die Pappeln wachsen ja nach. Übrigens, genauso wie das Ackergras. Weil das habe ich jetzt auch gecheckt. Ups, jetzt hatte ich gerade mal kurz einen Husten. Entschuldigung. Denn das habe ich jetzt auch gecheckt. Feld Nummer 9.2 wollte ich ja ursprünglich eigentlich die Pappeln draufpacken. Aber dann habe ich eben gesehen, dass da das Ackergras schon nachwächst. Und deswegen lassen wir das auch hier stehen. Machen hier Ackergras, genauso wie da. Aber ich glaube, wir werden es nicht mehr häckseln, sondern ganz normal ernten. Dann haben wir nämlich auch noch Heu. Und das können wir im Zweifel auch verkaufen, wenn wir davon genügend haben. Deswegen habe ich mir eben gedacht, wir kaufen einfach dieses Feld hier dazu, die Nummer 23. Dann haben wir mit der 22, 23, haben wir Pappeln relativ in der Nähe zu dem Bio-Heizkraftwerk und dann haben wir auch keinen so weiten Weg und können das entsprechend auch gleich verarbeiten. So, das dazu. Ja, Stickstoff ganz, ganz schlecht. Also da müssen wir was tun. Da werden wir auch ganz schön was rausjagen, habe ich so das Gefühl. Jetzt weiß ich nur nicht mehr die Arbeitsbreite. Okay, wenn ich hier den Helfer loslasse. Oh, da macht der gar nichts. Wieso macht der gar nichts? Bin jetzt gleich ein bisschen irritiert. Der Helfer will hier nichts machen. Das heißt, wir müssen hier selber fahren. Ah, jetzt hat es der Helfer gefressen. Okay. Ja, und jetzt macht das wieder nicht. Wieso das? Okay, dann müssen wir auf jeden Fall die erste Bahn selber fahren. Ja, wir hätten ein bisschen mal da drüben anfangen können, aber auch kein Problem. Auf jeden Fall, Material geht raus, 88%. Ich hoffe, es reicht für das Feld. Okay, wird er jetzt hoffentlich sauber wenden. Wo fährt er jetzt noch hin? Ach du Schande, hoffentlich kommt kein Verkehr hier. Und da hinten haben wir übrigens unser Weinberg. Das wird dann auch so eine Geschichte sein, die wir uns bald, bald gönnen werden. Damit wir natürlich in unsere Müsli-Produktion einsteigen können. Hoppala, wie weit fährt denn der? Ja, okay, der macht hier fast den Rest des Feldes. Supi. Ja, okay, dann wären wir das. Da hätte ich dann doch zügig oder weiter drüben anfangen müssen. Dann hätten wir ja sauber das ganze Feld. Aber ich denke jetzt nicht, dass wir wegen dem Streifen da links dann noch groß was machen. Sehr gut. Hat ja eine Wahnsinnsarbeitsbreite. So, warte mal. Warte. Achso, wir können natürlich ja auch die Arbeitsbreite. Augenblick. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Arbeitsbreite ändern ist R. Dann gehen wir einfach auf 21. Sehr schön. Ja, dann sind wir doch flexibel. Dann passen wir das einfach an. Sehr schön, das hier auch. Dann machen wir nochmal eins weniger. Und dann können wir auf jeden Fall das hier noch abfahren. Dann sind wir safe. Und unten links sehen wir es auch in der Karte. Das sollte soweit passen. 70 Gramm, 65. Also hier oben müssen wir gar nicht so viel rausschießen. Okay, 85%. Also das hat dann soweit gepasst. Und dann sind wir auch schon wieder mit dem Düngen fertig. Aber also der hat echte Arbeitsbreite. Sehr schön. Wir fahren da mal runter.
zu unserem Steier. Dann werden wir mit dem nämlich rüberfahren zu unseren Getreidefeldern. Und in der Zwischenzeit habe ich auch wieder eine Produktion gekauft. Wir sind wieder mal einen Step weiter. Und zwar habe ich jetzt die, ist es die Schneiderei, ich glaube, oder die Textilfabrik? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt gekauft. Hier, zack, zack. Die hier, da steht er nämlich, da haben wir nämlich vorhin schon Material hingebracht, die Schneiderei, genau, denn wir haben ja aus unserer Wolle, haben wir Stoff gemacht in der Textilfabrik, oder was ist es, die hier, die Spinnerei, jetzt habe ich es, und jetzt werden wir hier in der Schneiderei natürlich Textilien herstellen, Kleidung herstellen, um dann nochmal unsere Produkte, unsere Naturprodukte weiter zu veredeln und natürlich noch mehr Geld in der Wertschöpfungskette noch weiter nach vorne zu kommen, um natürlich noch mehr Geld zu machen. Eine weitere Produktion, die wir gekauft haben, jetzt haben wir gar nicht mehr viel übrig, jetzt können wir noch ein bisschen Forstwirtschaft eventuell machen. Hier, das wird das Biomasseheizkraftwerk, das nächste sein, was wir da natürlich kaufen, wenn wir mit den Pappeln da gut gestartet sind. Und ansonsten haben wir da oben, wie gesagt, nur noch die Müsli-Fabrik. Und dann sind wir soweit durch, denke ich. Dann haben wir alle Produktionen im Griff. Und dann werden wir auch noch ein paar Felder kaufen, aber viele sind es ja nicht mehr. Ihr seht es, die 21, die 24, da oben sind noch vier Felder. Naja, also, da sind wir ja, kommen wir unserem Ziel praktisch bald Herr dieses Tales zu sein. Immer näher. So, hier ist noch eine Kiste Pappeln. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Hier haben wir noch eine Kiste Pappeln. Die hebe ich auf für dieses Feld hier. Wenn wir dann halt eben mit dem GL860, mit dieser Multisetzmaschine dann mal loslegen. Aber wie gesagt, das wird noch ein kleines bisschen dauern, wenn wir hier eben den Weizen geerntet haben. So, lass mich mal kurz schauen, nochmal. Nochmal kurz schauen. Unkraut haben wir jetzt eigentlich überall bearbeitet. Nur noch die zwei Felder sind frei oder sind noch offen. Dann fahren wir da mal runter. Und dann müssen wir auch mal schauen, wie wir das eben mit diesen Reben, mit diesen Weinbergen machen. Dann müssen wir mal sehen, ob wir da überhaupt groß investieren müssen. Ich denke, die Erntemaschine werden wir definitiv nur mieten. Da habe ich auch mir einen Modder runtergeladen. Ich glaube, es gibt auch irgendwo eine Zugmaschine für diese Ernte. Ja, damit es nicht ganz so teuer ist. Aber ansonsten werden wir uns diese mieten. Und dann auf jeden Fall in die Ernte gehen, weil das soll so ein bisschen das Highlight sein, wenn wir unser erstes eigenes Müsli herstellen. Ziel jetzt für dieses Jahr ist auf jeden Fall die Haferproduktion und dann mit Hafer Hafermilch zu machen. Das ist auch noch so eine Geschichte, die hier ansteht, die hier noch gemacht wird. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen rum, weil der Kollege dann sich hier ganz schön ausbreiten wird. Obwohl er, glaube ich, nur 18 Meter Arbeitsbreite hat. So, lass mich mal schauen. Warum machen wir das so? Noch ein bisschen vor. Okay, und ab die Post. Dann wie immer das Vorgewende. Damit es dann natürlich einfacher wird, wenn der Helfer hier marschiert. Sehr schön. Tja, und ansonsten dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das, was da auch immer präsentiert wird, am 25. wie ihr dann das Ganze letztendlich bewertet. Ansonsten, Dienstagabend geht es wieder in den Livestream auf der Alteiche. Eben an dem 25. 20.30 Uhr werden wir wieder streamen auf der Alteiche. Und da, denke ich, werden wir mit Sicherheit einiges darüber besprechen oder darüber reden, was eben in diesem Video zu sehen ist, was hier von Giants angekündigt wird für den Farming Simulator
LS25. Wir gehen einfach mal von dem Namen aus. Definitiv. Und lassen uns überraschen. So, ich mache jetzt hier weiter. Werde hier die Felder noch fertig machen. Das Feld da unten muss auch noch gemacht werden. Und ich bedanke mich an der Stelle wieder mal für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ansonsten sage ich wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal.